Hey Leute, willkommen zurück zu Dino Crisis 2. Wir sind mit Dylan unterwegs in Edward City angekommen und Regina ist mal wieder abgehauen. Ja, war auch lang genug, dass wir mit ihr gespielt haben. Trotzdem hätte ich gerne noch ein bisschen weitergemacht. Weil sie ist halt einfach tolerär. Aber Dylan hat jetzt eine richtig fette Wumme, eine Anti-Tank-Rifle. Und die macht mal richtig schön Schaden, du. So richtig ein Treffer und... Und so ein Raptor stirbt, aber kein Allosaurus wahrscheinlich. Hilfe! Hilfe! Hau ab. Alter Schwede. Kannst du mal... Ja, ja. Guck mal, das geht durch ihn durch. Yes. Keine Chance, das Vieh. Wie gut ist es bitte? Wie gut. Einfach mal weggewämst, die Sau. Die Waffe ist richtig geil. Also jetzt werden wir so ein bisschen übermächtig. Am Anfang hat es mich ein bisschen gestresst mit den schlechten Waffen. Aber mittlerweile... Läuft, ne? Läuft bei uns. Nein, ich will die nicht chargen. Die will ich chargen. Zip. Ich glaube, mehr als 250 brauchen wir nicht. Das reicht. So. Aber diese Weste ist schon richtig gut. Der hätte mich jetzt wahrscheinlich direkt mal fast getötet. Ist da noch was? Ne, ist einfach ein Speicherraum. Da wir getroffen wurden, gibt es keine Bonuspunkte. Finde ich ein bisschen schade. Aber ich weiß gar nicht, ob es für einzelne Dinos überhaupt Bonuspunkte gibt, auch wenn sie so groß sind. Nee. Ja, sowieso nicht, da ich getroffen wurde. Na, noch mehr? Noch mehr? Noch mehr? Ja, guck mal, da liegen Maden. Geil. Nee, eine Disk. Eine Dino-File. Ein Enos Transevia. Was ist das denn? 3,7 Meter lang, Höhe 1,2. Aufzeichnungen. Die Höhlenroute, die durch die Stadt führt, führt durch einen Vulkan. 2 Jahre zuvor hat der Vulkan plötzlich angefangen, Aktivität zu zeigen. Um etwa diese Zeit kamen die viermaligen Kreaturen so langsam zum Vorschein. Sie scheinen heiße und dunkle Orte zu bevorzugen. Wir glauben, dass diese vierbeinigen Kreaturen Pflanzenfresser, was? Pflanzenfresser waren. Und, was? Ach so, wegen der Kargheit der Organismen in ihrem Habitat, in ihrem Lebensraum. Aber als unsere Männer von ihnen attackiert wurden, haben wir gemerkt, dass sie sich, dass sie Omnivores, also Allesfresser sind. Ah, okay. So wie Schweine oder Menschen. Obwohl sie sehr langsam sind, müssen wir einen Weg finden, sie zu bekämpfen. Kampfaufzeichnungen. Wir haben jetzt, wir müssen immer noch einen Weg finden, sie zu bekämpfen. Ihre ultra harte Armor, also ihre Rüstung, ihre natürliche Rüstung, macht sie sehr widerstandsfähig. Keine regulären Waffen verletzen sie. Ihre Kiefer sind auch sehr stark. Stark genug, um sogar einen Helm zu quetschen. Das einzig Effektive, was soweit bekannt ist, ist, wenn man an ihren Hinterbeinen steht und sie attackiert. Da können sie ihnen in den Bauch schießen. Sieht aus, als wäre das ihr Schwachpunkt. Zurzeit gibt es eine Prototypenwaffe, die sich in einem Stadium der Entwicklung befindet. Diese minenartige Waffe sollte sie auf ihre Rücken drehen, aber wir wissen nicht, ob das wirklich funktioniert. Okay. Mist, ich brauche die Mine, Leute. Oh, ich habe doch geschossen. Meine Fresse, jetzt gehen mir schon wieder Bonuspunkte flöten. Mann. Voll dumm. Ja, ja. Oh, oh. Oh, Mann. Ihr Pennerhälse. Okay. Nee, ich hole mir jetzt nochmal die Minenwaffe. Dann geht es, glaube ich, ein bisschen einfacher. Beziehungsweise sollte ich die dann erst besiegen können. Vorher geht's ja nicht. Oh, oh. Komm jetzt hier Raptoren, oder was? Sage mal. Au. Das ist so lästig. So lächerlich. Komm, Kamera. Oh, oh. Schieß doch. Dylan. Also manchmal schießt er nicht. Ich drücke wie blöde F. Aber er schießt nicht. Okay, den sah ich jetzt noch gar nicht, aber cool. Ja. Alter, alter Schwede, die Waffe ist so langsam, aber so gut. Ich kann ihr nicht böse sein.
So, darf ich jetzt bitte? Ja, okay, ich dachte schon, die kommen jetzt wieder. So, ich glaube, das haben wir mit Absicht gemacht, dass man hier halt noch Punkte zusammenbekommt. So, Weapon, das reicht halt nicht, ne? Wunderbärchen. Ha. Da muss ich erst nochmal Punkte sammeln. Das kann ewig dauern. Das kann ewig dauern. Okay. Oh, oh nö, nicht schon wieder schmamschen hier, lass mich. Frecher Dino. Die sind aber ein bisschen manchmal zögerlich. Könnte mich viel eher erwischen. So. Oh Gott, das reicht bei weitem nicht. Okay. Ich brauche mehr Punkte. Papa braucht mehr Punkte. Was? Kommst du denn her? Mhm. Oh oh. Alter Schwede, drei auf einmal. Weggebratzt. Na? Na? Na, na, na. Okay, dann halt nicht. Ey, das reicht. Das reicht auf jeden Fall. Ja, noch mehr? Na, ich warte noch mal ein bisschen. Ja, genau deswegen. So ist viel einfacher. Ja, noch mehr. Eieiei, dieses Farming, ne? Oh. Dieses Farming. Ich mach das jetzt so. Gib wieder 6000. 9,4. Das reicht jetzt aber echt. So. Ja. Die hören nicht auf, ne? Ne? Sträuche. Okay. Das ist jetzt okay. Da mache ich jetzt keinen großen Aufriss mehr. Mal drei auf einmal. Krank. Wow, das war knapp. Das hätte einen Counter geben müssen. Finde ich ja. Nö. So einen kleinen Counter hätte es geben müssen. Nichts mehr? Okay, cool. Alle gekillt oder was? So. Erstmal shoppen gehen, die Waffe kaufen. Dreht sie auf die Rücken. Steht ja schon dabei, ne? So, so. Ich werde mich sowieso gleich nochmal heilen. Zack. Ich finde es so unnötig, dass man sich hier große Medipacks kaufen kann. Wirklich, finde ich recht unnötig. Ja, zeige ich mir Hermostat. Egal. So. Magazine. 20 gerade mal. Das ist ein bisschen wenig. Wie viel brauchen das? 6000. Ja. Kaufen wir mal ein paar. Und für die hier. Chargen. Ja, das ist so gut, dass das Ding so einen Wumms hat und so wenig Schuss braucht dafür. Ein Schuss für einen Raptor. Allosaurus. Bam. Auch keine Chance. Kommt da noch welche? Stimmt, oder? Verarscht mich doch nicht. Nee, hab alle ausgelöscht. Cool. Coole Wurst. So, ich muss, glaube ich, auch nicht mehr wirklich... Ja, ja. Ich muss wirklich keine Blutung mehr stillen, ne? Hab ich ja gesehen. Ne? Ne? Keine Raptoren. Hab ich noch die Machete? Oh, ne. Ja. Subweapon. Erstmal hacken. So, und jetzt nehmen wir mal dieses Minengewehr. Die Chain Mine. Und gucken mal, wie es jetzt läuft gegen die Viecher. Die geben bestimmt richtig Punkte, wenn die so hart sind. Und ich die dann nur so erledigen kann. Uh-oh. Die müssen ja bald kommen, schätze ich, wenn das hier schon so angekündigt wurde. Schon wieder dieses Geräusch, als wäre da so ein Boot unterwegs. Oh. Look, this is David's mark. That's very cautious of him. That's how you survive. Let's look for another mark.
Okay, let's split up then. Schon wieder aufteilen. Regina, Mensch. Das wissen wir doch aus jedem Horrorspiel oder Survival-Horror, dass man sich nicht aufteilt. Nee, so fangen wir nicht an, Kinder. Nicht mit euch Pennern. Ja. Ne. Diese Äffchen. Nee. Okay, Kinder, ich will das. Nein, da kommen sie schon wieder angerannt, ne? Ja. Diese dreckigen Mistviecher. Nee. Die kommen auch immer von beiden Seiten, die mistigen Ratten. Au. Weil er auch nicht schießt, ne? Aber die machen mir kaum noch Schaden. So wild finde ich das jetzt gar nicht mehr. Ich glaube, so wäre es auf normal jetzt gewesen von Anfang an, ne? Und da hätten sie mir wahrscheinlich gar keinen Schaden mehr gemacht. Was? Ein Felsen. Aha. Es ist Calcareous Rock. Ich hab's mit einer Mine... Ah, guck mal. Das haben die mit Absicht so gemacht. Guck mal. Voll gut. Sonst kommt man hier nicht durch, nämlich. Okay, ich glaube, jetzt kommen die Dinger, ne? Aha. Ja, das ist schon recht clever. Okay, ich kann die nicht tragen. Thermostat. Füllt zwar keine Lebensenergie auf, aber ich habe wieder Platz. Für Medipack L. Ich sage, das ist totaler Quatsch. Kann ich an die Lava fallen? Das wäre jetzt leider ungeil, glaube ich. Ja, heiß. Heiß. Die Höhle 2. Okay, wahrscheinlich kommen jetzt Dinger, ne? Ich wegen der warmen Radiointerferenz kann ich keine Karte. Ne? Oh Gott. Oh Gott, was für Zähne. Ach du Scheiße. Alter Schwede. Was haltet ihr denn aus, bitte? Krass. Oh nö. Die machen aber ganz schön fett Schaden, du. Steh auf. Stille. Heftig, Herr General. Alter Schwede, diese Dinger, die kosten meine ganze Munition. Oh, und das hier machen. Was du wohl meine ganze Munition? Weißt du, das ist schon eine Anti-Tank-Rifle. Oh oh. Und die Dinger, die halten das komplett mal aus, ne? Okay. Wo geht's denn? Ja, gut, keine Karte. Ganz vergessen. Stirb! Krasse Mistviecher. Möchte ich da durch, ohne irgendwie angeflammt zu werden? Oh! Alter! Böse. Nee. Oh nein. Okay. Ich kann die auch so treffen. Ich brauche dafür gar nicht die Mine. Ach so. Ja gut, dann geht die doch, die Anti-Tank. Na klasse. Dann geht das ja doch. Oh nö. Nein. Oder? Na. Dann brauche ich die ja nicht mal. Das ist gut zu wissen. Hätte ich ja schon früher drauf kommen können, ne? Sie sagten ja, mit herkömmlichen Waffen sind die nicht zu bekämpfen, die Viecher. Oh Gott. Die auch hintergeworfen wird. So, jetzt lass mich mal bitte in Ruhe, ja? Dylan! Oh,
Ich dachte, na gut, ich hab's ja nicht gesehen. Ich hab keine Punkte. Oh, hey, ich brauch langsam wieder Muni, ne? Oh. Nö! Alter, mit den Zähnen. Oh Gott, lass mich aufstehen. Ja, mach die Rolle. Knödel, roll dich. Mistviecher. Mistviecher. Gibt's hier irgendwo wieder einen Computer? Alter. Oh, nö. Nö. Vergiss es. Höhle 4. Sag mal, wann komme ich hier raus? Das ist ja furchtbar. Ohne Karte auch noch. Mhm. Dylan ist nach rechts gelaufen, glaube ich. Oh oh. Sechs Schuss, das ist so krank. Was? Dylan, hast du mich verarscht? Oh oh. Oh oh. Oh. Lass mich mal durch. Stirb, stirb, stirb. Die sind so krank, die Teile. Vor allem mal, die halten halt echt viel aus, ne? Ich glaube, mit der Schrot ging es nicht unbedingt schneller. Wahrscheinlich gar nichts. So, auf jeden Fall haben wir Dylans Markierung und da geht's wohl raus. Oh nein. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich geh jetzt einfach hier weiter. Yes! Yes! Oh Gott, ich gehe da nicht mehr durch. Nie wieder. Nie wieder. So, shoppen. Oh, eine neue Waffe, Rocket Launcher. Geht leider nicht. Habe ich nicht das Geld. So. Erstmal chargen. Wenigstens dafür reicht das Geld. Ich glaube, bessere Waffen gibt es auch gar nicht erstmal. Vielleicht kommt ja noch der T-Rex. Dann wird die hier vielleicht auch ausreichen. Mal gucken. So, was können wir noch auffüllen? Ja, komm. Chargen wir gleich mal alle auf, wenn ich die nie wieder benutzen werde. Ja, charge. 10 Pünktchen. Läuft. Ich mag es einfach nicht, wenn Waffen nicht aufgeladen sind. Auch wenn es total sinnlos jetzt erscheinen mag. So. Alles klar, kann ich mir noch was holen? Soll ich da vielleicht nochmal ein bisschen Cartridge? 14.000. Nee, das ist Quatsch. Ich spare mir mal auf den Raketenwerfer. Ich spare. Okay, Leute, der Part ist ein bisschen kürzer. Oh, und mir tut die Schulter weh. Aber, ja, lohnt sich jetzt nicht weiterzumachen. Wahrscheinlich kommt der nächste Speicherpunkt nicht innerhalb der nächsten 2 Minuten. Von daher beende ich. Würde mich freuen über ein bisschen Liebe. Einschalten nicht vergessen. Und kommentieren natürlich. Wir sehen uns wieder zu Dino Crisis 2.